Privet Moskwa. Hallo Moskau heißt es am kommenden Wochenende für die DTM. Der fünfte Saisonlauf 2014 steht an. Schauplatz der Moskau Raceway vor den Toren der russischen Hauptstadt. Mal Sekt, mal Selters. So lässt sich die Saison 2014 aus Mercedes-Benz-Sicht bisher beschreiben. Dem schwachen Rennwochenende in Hockenheim folgte der Überraschungssieg in Oschersleben. Nach der Nullnummer in Budapest dann der souveräne Triumph am Norrisring. Ein Wechselbad der Gefühle für die Stuttgarter. Spannende Frage also, wohin geht der Trend in Moskau? Moskau ist, denke ich, wieder eine Strecke, die uns nicht mehr so liegt. Da gibt es viele flüssige, schnelle Kurven und ich glaube, dass unser Fahrzeug da nicht mehr ganz so schnell sein wird. Aber es hat sich auf jeden Fall verbessert und wir werden wieder dichter dran sein wie bei den letzten Rennen. Der Moskau Raceway. Nach der erfolgreichen Premiere 2013 auf der Kurzanbindung fährt die DTM diesmal auf der langen Streckenvariante mit 3,931 Kilometern. 48 Runden, auf denen Tabellenführer Marco Wittmann sein Punktepolster ausbauen möchte. Der BMW-Youngster ist in dieser Saison das Ass im Ärmel der Münchner. In Moskau freue ich mich auf die lange Variante. Letztes Jahr waren wir nicht ganz so stark dort, aber das war vielleicht auch bedingt durch die kurze Variante. Von daher, Vorfreude ist groß. Ich glaube, die lange Version wird uns Fahrern auch wesentlich mehr Spaß machen und gehe mit einem guten Gefühl dahin. Mit guten Erinnerungen reist auch der aktuelle Champion nach Moskau. Der Triumph in der vergangenen Saison, für Mike Rockenfeller ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Titel. Aktuell fehlen dem Audi-Piloten 23 Punkte zur Spitze. Doch mit dem passenden Setup sollte der Moskau Raceway wieder ein gutes Pflaster für Rocky sein. Ich habe letztes Jahr dort gewonnen. Also klar, ich hoffe, dass wir jetzt mal schaffen, das Auto so einzustellen, dass ich happy bin, dass ich damit umgehen kann. Ich glaube, es ist eine andere Strecke, eine normale Strecke, da sollte alles passen. Die DTM und Moskau. Auch das passt und wird wie im Vorjahr zahlreiche Motorsportfans an die Rennstrecke locken. Das zweite Gastspiel in der russischen Metropole steht kurz bevor und die Spannung steigt, wenn es wieder heißt Privet Moskwa.